Aus. Das Teamplay. Ah, jetzt fast an der Außenlinie, da wird kurz mit Bande gespielt, ganz raffiniert gemacht. Und schon geht es in die andere Richtung zurück. Ja, die beherrschen das Bandespiel schon fast perfekt. Kurzer Querpass. Und dann direkt über die Mitte Richtung Ziel. Oder das sind echte Profis, die wissen, den Rest des Weges läuft der Ball alleine und es geht schon wieder zurück. Ja. Ah, jetzt leichte Koordinationsprobleme im Team. Aber Filippo und Mio machen das schon fast alleine. Das sind echte Pferdefußball-Adrien, ja, sozusagen. Ja. So, ich hoffe, die gegnerischen Teams schauen sich das schon mal an. Das wird nachher ein Angstgegner, so wie das aussieht. Und der Schiedsrichter schaut schon auf die Uhr. Ach, da kommt es als Helfer gefährlich hier. Letzter Angriff. Vielleicht noch einmal anfeuern hier. Ah, das Spiel mit der Bande nochmal. So, und Apfel. Lauter Aufregung gar nicht mitgezählt. Los geht's. Ich hoffe, auch da sind Fans dabei, die hier ein bisschen anfeuern. Weil sind auch Galopp unterwegs, die gehen ja ein bisschen mehr auf der Mittellinie. Oder wird sogar mit Galopp gearbeitet. Wir haben auch ihre ersten zwei Punkte schon mal erspielt. Und jetzt versucht Weifel, dass schon gleich im Alleingang passt. Da wird das Passspiel geübt. Oh, jetzt wird auch die Taktik mit der Bande probiert bei den beiden. So, leichte Koordinationsprobleme, aber behoben. Ja, Pfeife ist der Profi hier. Thank you.
Galopp, das sind die Ersten, die hier mit Galopp spielen. Die müssen auch ein paar Punkte mitmachen. So, Pfeifel macht das Spiel wieder alleine. Dann wissen wir, wer nachher die Deckung übernimmt. Der schaut schon auf die Uhr. So, das lässt Tino natürlich nicht auf dem Sitzen, dass er da immer nicht an den Ball darf. Und Abpfiff. Erstes. Dann haben wir in Grün Ruhe Heide. Und Team Nummer 5, 3-1.